Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Oberbayern. Mit dabei haben wir den Paul, Uwe, Daki, den Lukas und den Michael. Hallo! 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 Aber wie sich Lukas freut, dass er wieder da ist. Ja, schon. Ja, schon. Wo ist denn Lenny heute? Lenny hängt auf der Arbeit fest und sagt, er kommt eventuell später. Und da wir auf eventuell später jetzt nicht die Rücksicht genommen haben, haben wir einfach direkt mal gestartet und Lukas an Paul abgetreten. Zu okay, freundlich. Nächste Frage. Können wir vorspulen? Ja. An mir soll es nicht scheitern. Ich kann auch am nächsten Tag noch. Let's fetz. Besser wird's nicht. Wer macht, bevor wir gleich alle machen? Klingt ne? Der spult, bevor gleich alle spulen? Ah, ich wusste doch. Paul hatte den Knopf schon, den Finger schon auf dem Knopf. Logisch. Ich gucke gerade aufs Display und denke, hä? Warum will denn jetzt noch einer schlafen gehen? Nee, der Winter hat angefangen. Danke dafür. Haben wir schon Schnee? Oh, man kann den Boden jetzt nicht bearbeiten, steht hier. Bei mir ist der Winter weg jetzt. Waren wir nicht gerade schon auf 3 Uhr? Ja, das springt immer wieder zurück. Sommer- und Winterzeit. Ja, ja. Die Geschichte wieder. Ja. Ist ein paar Mal Zeitumstellung gerade. Ja, 1500er Geschwindigkeit ist halt nicht optimal, ne? Dann wird er auch nochmal hell heute, oder? 1500 ist das, was Maximum geht, ohne alles zu zerstören. Ja, schön. Ich hätte gerne noch weiter gespult. Wofür? Ist doch hell, oder? Es ist hell, aber ich kann meinen Boden nicht frieren, weil er gefroren ist. Was soll ich denn den heutigen Tag tun? Ja, aber wir kriegen die Anzeige auch, wenn du das tust. Echt? Ja. Hör auf! So. Don't do it. Don't do it. Liebe Leute, die nächsten 13 Minuten sehen wir, wie Uwe im Kreis fährt mit dieser Anzeige und überall es ebenso erscheint. Du weißt, dass das vermutlich gar nicht mehr gehen wird. Das werden wir feststellen, wenn die Zeit weiter hochgegangen ist und vielleicht die Sonne rausgekommen ist und den Boden erwärmt. Aber kannst du stehen bleiben, bitte? Nein. Wo ist denn mein verdammter Anhänger? Kann man denn nur so sein, weißt du? Ja. Dafür erstmal zu Uwe gehen und ein Dislike da lassen. So. Na, was soll denn das? Erstmal deabonnieren. Ehrlich. Ich wollte sagen, bleib stehen, sonst deabo. Klassiker. Weißt du, das macht so viel Spaß, dafür das würde ich riskieren. Achso. Die sind verdorren, ne? Verfault? Ja. Irgendwas. Micha, Kartoffeln sind tatsächlich auch durch. Ja. Yay, unser Mais auch. Sag mal, Daki. Werner. Warum hast du den Anhänger mitgenommen? Ich bin Schweinefutter besorgen. Ah ja, ist eine gute Idee, sehr gut. Weiß irgendjemand, wo ich meinen Anhänger stehen habe? Im Schweinestall. Der kleine. Der grüne steht hier unten beim Händler. Mir steht hier einer. Ah, bringst du den mal mit? Könnte ich brauchen. Kann ich nicht, glaube ich. Warum nicht? Weil ich Anbaugeräte dran habe. Was hast du denn dran? Naja, den Tiefenlockerer und das Gewicht. Ja, den kannst du Entschuldigung, ich musste den kurz abbiegen. Mein Gott. Können doch jetzt eh nicht mehr bearbeiten. Nein, ich musste ihn gerade abhängen, hab ihn aber offen. Nein, ich. Ist er nur gemietet oder was? Ja. Dann schmeiß weg. Dann, ja. Michael, ich geb den Keiler zurück. Ist leer. Super, das heißt, wir haben im Spiel haben wir jetzt Winter und im Real Life haben wir Sommerbeginn mit 30 Grad. Ja. Das hast nur du, glaube ich. Achso. Wo sind denn bitte 30 Grad? Achso, bei uns? Ja. Bei uns? Ja, doch, ja. Wir haben 9 Grad Regen. Wir hatten heute, ich glaube, 16 Grad, aber auch nicht. Ja, 13. Gestern war es schön warm. Vorgestern war Bombe bei uns. Ja, also Sonntag hatten wir hier bei uns 30 Grad. Ja, eben deswegen, also. Nee, ganz so warm war es nicht, aber muss auch, finde ich, nicht. Ey, meine Lichter gehen aus. Sonntag hatten wir 20.
20 ist auch süß. So die 30 Grad. Das ist perfektes Strandwetter. Ja, nein, eigentlich schon. Überhaupt nicht. Nö, wer versucht es schon wieder? Also, Anna, Wohlfühltemperatur bei dir? 22 Grad. Kann ich mitgehen. 22, 24 Grad ist optimal. Ja, nicht zu warm, nicht zu kalt. Hochsommer. Ja. Bei mir auf dem Trecker läuft die Klimaanlage heiß. Jetzt schon, was machst du denn im Sommer? Ja, ich wollte gerade sagen. Ich weiß es noch nicht, ob ich da drin kaputt gehe oder ob ich verzweifelt nach den Steinen für den Aufguss suche oder sowas. Mal gucken. Trecker gekauft. Bitte was? Ich hätte mal einen ordentlichen Trecker gekauft. Achso. Ja, ist noch ein altes Schätzchen. Was meinst du, warum da nur ein Rohr drauf ist? Schätzelei. Die Baustellen, die Leute auf der Baustelle freuen sich. Mehr oder weniger. Dieses mehr oder weniger stelle ich jetzt einfach mal nicht in Frage. Ja. Micha, was machen wir denn? Dumm Gesicht, ein guter Eindruck? Keine Ahnung. Okay. Ich nehme den mal ganz kurz mit. Ja, nehme ich mal mit. Jetzt wird verkauft. Jetzt wird verkauft, ja, ich wollte gerade sagen. Du kannst ihn mal zur Kartoffelsortieranlage stellen, den Anhänger. Ja. Weißt du, wenn ich so 6,8 Liter Hubraum frei raus anschreien. Kannst du da mal herkommen, wenn du lebst? Was fährst du denn überhaupt? Klar, sofort. Arion 46. Muss man einmal kurz umladen. In den Kommentaren stand ein interessanter Tipp. Interessanter Tipp. Der ist nur für uns. Wow. Ich muss dafür rausziehen. Nö. Du stellst dich einfach hier hin. Ja. Und dann stellst du dich hier hin. Mit dem Hänger oder? Ja. Ja. Das soll wohl funktionieren. Aha. Jetzt erstmal Gras bei den Schweinen rein und dann das Schweinefutter. Alles gut. Dann zählt das Schweinefutter nämlich nicht als Gras. Ruf die anderen. Wir brauchen, glaube ich, ein bisschen Stroh noch, oder? Oder haben wir noch Stroh? Wir dürfen was im Lager haben. Okay, kann ich auch reinfahren. Muss auch nachgefüllt werden. Soll ich da mal die Kacke rausholen? Das kannst du gerne tun. Wunderbar. Was davon reden, wie geht's eigentlich unseren Schweinen? Kannst du mal nicht das machen, Ducky? Ducky. Ist hell? Alter, ist so hell. Oh. Euer Wunsch ist mir Befehl. Aber wenn das immer so einfach wäre. Hat doch vorhin auch schon geklappt, oder nicht? Das stimmt. Unverhofft kommt oft, ja. Den Mist, glaube ich, haben wir ins Lager geschüttet, ne? Richtig, ja. Yes. Gut. Aus Mangel an besseren Möglichkeiten. Es ist so viel einfacher, mit einem Hoflader zu arbeiten, ne? Wir könnten mal die Grassilage bald loswerden. Ich glaube, viel mehr werden sie eh nicht wert. 2500 Liter. Ja, die sind alle nur noch halb. Habt ihr draußen stehen gelassen? Bevor sie gewickelt wurden. Hm. Ich war der Meinung, wir hätten Heu draus gemacht, aber irgendwie. Irgendwie doch nicht. War das dann doch nicht so. Boah, ich hätte jetzt gern Kaffee, muss ich sagen. Ne? Ja, Prost, ne? Ja, danke. So, Schweine sind sauber. Super. Haben wir noch irgendwelche Feldarbeiten zu machen oder nichts mehr? Es ist Winter. Geht ja nicht mehr. Nee, vielleicht geht ist ja irgendwie mehr. Was Dünger oder irgendwas noch zu machen. Nee. Weiß gar nicht, ob das geht im Winter. Ich weiß es auch nicht. Der Stroh ist gar nicht drin, hast du recht. Ich da mal unterfahren? Ja, einfach mal ein bisschen, nur ein bisschen, um zu gucken, ob es klappt.
weil es stand ja schon ziemlich auch Blödsinn in den Kommentaren, aber der war sachlich geschrieben. Ja, ich wurde, ja genau. Was, kriegst du die Ballen irgendwie verladen? Ich habe keinen Frontlader, ne? Nee. Dann wird's schwierig. Hat einer einen Ballensammelwagen? Kann ich einer Lukas einen Hof zurückgeben? Wollte gerade sagen. Hol dir mal deinen Hof zurück. Gut aus. Ja. Können wir, also, was? Da gehen noch einige rein. Soll ich noch eine zweite daneben stellen? Nee, ne? Aber wenn, dann nicht direkt daneben, weil dann nee, ist ja war, noch. Das geht ja relativ flott bei uns im Zeitvorlauf, deswegen können wir uns eigentlich auch sparen, glaube ich. Ja. Wie viel haben wir denn noch drin? Warte mal. Oh, das ist voll, du musst es rausholen, Dagi. Die arbeitet nicht mehr. Ich meine jetzt noch eben das Stroh bei den Schweinen. Ja, wie viel haben wir denn eigentlich von dem anderen Zeug noch da? Was machen wir denn mit dem Weizen und dem Hafer, was wir noch haben? Und Raps und Sonnenblumen und keine Ahnung, was da noch alles da ist. Brauchen wir das alles? Nö. Also, wir hatten das ja eigentlich angebaut als Schweinefutter für die Schweine. Man könnte es halt da reinpacken. Ich glaube aber, dass das richtige Schweinefutter günstiger ist. Okay. Verstehe. Das heißt, wir können jetzt auch keine Mission machen, ne? Oh, sehe ich das falsch? Weiß nicht, gibt's Missionen? Ja, sehen, düngen, ernten. Servus. Alles da. Hi. Hallo. Hallo. Aber ich glaube, das geht ja nicht. Uwe, können wir eine Mission machen im Winter? Mission aussieht. Naja, wir haben darüber auch gerade gesprochen und Micha hat etwas, ich wiederhole, was Micha gesagt hat, der Boden ist gefroren, wie willst du jetzt was ansehen? Bodenbearbeitung ist zurzeit nicht möglich. Also ernten? Dünger kannst du vielleicht machen. Ernten geht auch nicht? Ja, wie willst du denn das ernten? Nee. Weiß ich nicht, ob du es kannst. Versuch ich denk es mir nur, wenn es als Mission drinsteht. Also. Guck mal, ob überhaupt das Feld noch erntereif ist. Welches Feld wäre es denn? Verrottet. Ich habe zum Beispiel hier, warte. Ernten. Feld 78. Feld 78. Ist verrottet. Ja, was, dann macht doch die Mission ja, keinen Sinn. Ja, dann, ja, vielleicht ist sie noch von gestern drin. Bei der Contracts oder sowas, die setzen sich schnell immer zurück. Drück immer klare Verträge und dann spam einmal deine X-Taste für neue. Dann hast du auf jeden Fall frische Verträge. Oh ja, und dann sind sie alle kaputt. Mach ich nicht. Ja, es hat ja gerade keiner einen angenommen, oder? Ja, habt ihr nicht noch den großen, was ihr abgeben müsst, endlich nach 3 Wochen? Hä? Wir haben keine mehr. Was? Wir sind fertig. Oh. Aber versuch's ruhig mit ein bisschen Salz, aber... Nee, warum denn? Gibt doch gar keinen Grund für Uwe. Ich merk's schon. Wir hatten den exakt 2 Wochen und haben ihn beide Wochen auch gebraucht. Genau, und haben ihn für die Teams, die ihn haben wollten, haben wir ihn unterstützt. Lukas, willst du den Weizen verkaufen gehen? Weizen verkaufen? Das kann ich tun. Nimmst den großen Anhänger, schüttest mir die Kartoffeln hinten hin. Der Weizenpreis so gut, Paul. Naja, er ist auf dem höchsten Stand, ne? Bist du dir sicher? So laut der Anzeige, ja. Welche Anzeige? Laut der Season-Anzeige. Ja, haben wir eben doch sofort. Weil im ersten Jahr, Daki, korrigier mich, hast du ja sowieso immer noch diese Schätzwerte. Ne? Im ersten, zweiten Jahr weißt du, wie hoch es wirklich gehen kann. Ja, aber die Anzeige ist trotzdem relativ aussagekräftig inzwischen. Ah, okay. Ja, wir verkaufen jetzt auch, weil was willst du sonst machen heute? Wir machen Kartoffeln. Jo. Wie macht ihr denn? Achso, ihr macht Kartoffeln mit der Waschanlage. Ja. Kommt mir irgendwo bekannt vor. Seid ihr den ganzen Winter damit beschäftigt?
Hier so? Keine Ahnung. Wieso willst du wieder vorspulen? Naja, ich werde nicht oder ins Lager, Paul. Winter brauchen. Legst du einfach dahin. Okay. Zum Verkaufen. Deswegen hoffe ich, können wir relativ früh spulen, damit ich auch noch am nächsten Tag etwas zu tun habe. Können wir darüber reden. Aber nicht mal heute, denn für heute sind wir erstmal fertig. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt bitte dem Uwe in die Kommentare, was er den Winter machen soll. Das wäre super. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.